Hallo, ich habe heute den Dominik von Magura zu Besuch und wir zeigen euch heute, wie man eine Bremse entlüftet. Ich habe meine Bremse selber noch nicht entlüftet, das hat bisher immer mein Bruder, der auch mein Mechaniker ist, für mich gemacht. Jetzt ist natürlich meine Frage, wie macht man das bei Magura? Also wir haben da zwei Arten. Wir unterscheiden einmal zwischen dem kompletten Befüllen und Entlüften, wo wir von der Hinterradzange ausgehend das Öl durchs gesamte System drücken. Und dann haben wir noch das Schnellentlüften. Das reicht meistens, wenn man eine neue Bremse montiert und da vielleicht ein bisschen gekleckert hat, um Luft aus dem Geberelement rauszuziehen. Genau. Damit würden wir jetzt, glaube ich, auch einfach mal anfangen. Starten wir erstmal mit dem Kleinen. Also bereiten wir uns die Bremse erstmal vor zum Schnellentlüften. Besonders wichtig ist, dass der Geber dazu waagerecht steht. Die Entlüftungsschraube, die EBT-Schraube, muss dabei dann den höchsten Punkt darstellen, damit das Öl wirklich auch nach oben entweichen kann. Außerdem das Ganze bitte nur durchführen, wenn die Bremse neu ist. Die Kolben müssen nämlich beim Schnellentlüften immer in der Ausgangsposition sein, müssen komplett drin sitzen, da ihr sonst Gefahr lauft, das System zu überfüllen. Also wir gehen jetzt hier auch noch mal hinten zur Bremszange, drücken die Belege noch mal komplett nach außen. Hier ist die Zange aber auch noch mal neu. Gehen vorne zwischen, damit die Kolben in der Ausgangsposition sind und öffnen dann erst das System. Oben an der EBT-Schraube mit einem Torx 25 Schlüssel. Dann nehmen wir uns aus unserem kleinen Service-Kit zum einen die Spritze mit dem Loch. Wofür das Loch später nötig ist, erzähle ich dir noch. Mhm. Dann einmal das kleine Ölfläschchen. Hier haben wir schon was vorbereitet. Am besten legt ihr euch den Schlauch, der im Set dabei ist, da schon mal so ein bisschen rein. Dann ist es am Ende später einfacher, die Spritze aufzuziehen. Genau. Jetzt beim Schnellentlüften müssen wir die Spritze zuerst mit 5 Milliliter Luft füllen. Das wäre dann etwa so. Und dann kommen noch 20 Milliliter Öl hinzu. Sodass wir am Ende 20 Milliliter Öl haben und 5 Milliliter Luftpolster. Okay. Dann stecken wir die Spritze einmal in den Geber ein. Einfach nur leicht einstecken. Im Geber selber ist ein kleiner Konus, der die Spritze hält. Dann, besonders wichtig, wir ziehen die Luft aus dem System und drücken nicht die Luft irgendwie raus oder versuchen mehr Öl ins System reinzukriegen. Mhm. Also der erste Hub ist dann immer einfach ziehen. Hier sieht man dann auch schon das Öl aufsteigen. Dann drücken wir nochmal nach und wiederholen den Vorgang einfach nochmal. Wir erzeugen damit im System einen Unterdruck. Die Luftblasen steigen auf, wir kriegen die Luft aus dem Geber. Wie oft soll ich das machen? So knapp 3-4 Mal, genau. Und eben hier keinen Druck aufs System ausüben. Es reicht einfach wieder runter zu drücken, bis man einen leichten Widerstand spürt. Und wieder nach oben, wieder runter, genau. Und jetzt kommt dann am Ende das Loch in der Spritze zum Spiel. Um am Ende die Spritze abzunehmen und den Druck aus dem System zu haben, ziehen wir den Spritzenkolben übers Loch, lassen das Öl einmal wieder absacken, gehen dann nochmal rein, lassen den Geber zweimal schnappen, um Luftblasen, die sich da noch irgendwie versteckt haben, auch nochmal rauszukriegen. Beim letzten Schritt ziehen wir einmal die Spritze wieder übers Loch. Dadurch gleicht sich der Druck im System wieder aus. Jetzt gehen wir nochmal her und drücken die Belege nochmal auseinander, um einfach sicherzustellen, dass wir das System nicht überfüllen und nicht zu viel Öl im System haben. Genau, dann sind die Kolben wieder in der Ausgangsposition und können jetzt, indem wir das Loch mit dem Daumen einfach verschließen, die Spritze entnehmen, ohne zu kleckern. Okay. Genau. Hier ist dann nur noch das Letzte, worauf man achten muss. Sieht man hier gerade ganz gut, dass das Öl am Ende auch bündig ansteht. Dann ist das System komplett befüllt. Dann verschließen wir das System mal. Dafür haben wir einen Drehmomentschlüssel, der ist voreingestellt auf 0,5 Newtonmeter. Hier auch wirklich vorsichtig sein, so zum Verständnis. Auf dem System und auf der Schraube ist am Ende gar kein hoher Druck. Also es entstehen zwar in der Bremse
100 bis 150 Bar, aber der Ausgleichsbehälter, der durch die Schraube abgedichtet wird, ist nicht unter Druck, der ist entkoppelt vom Gesamtsystem. Okay. Dann prüfen wir mal die Funktion der Bremse, ob alles gut funktioniert hat. Testen hier einfach mal mit einem Finger den Druckpunkt. Fühlt sich schon schön knackig an. Okay, und was ist, wenn der jetzt trotzdem noch schwammig wäre oder einfach nicht so war wie davor, wie ich mir das vorstelle? Dann haben wir immer noch die Möglichkeit, einmal das System komplett zu befüllen. Es kann sein, dass sich Lufteinschlüsse in der Zange gebildet haben und die bekommen wir durch das Schnellentlüften aus dem Geber nicht in allen Fällen wieder raus. Okay. Aber das kann ich dir gerne auch noch mal kurz zeigen, wie wir das System komplett befüllen. Okay, cool. Starten wir jetzt mit dem kompletten Befüllen und Entlüften deiner Vorderradbremse. Besonders wichtig ist hier einfach, dass die Zange senkrecht steht. Wir haben hier die Entlüftungsschraube, die muss am Ende den höchsten Punkt der Zange bilden. Deswegen muss beim Hinterrad die Zange auch demontiert werden, weil sie, wenn sie ansonsten auf der Sitzstrebe liegt, nicht die komplette Luft aus der Zange rausbekommen würde. Nehmen wir zuerst mal das Vorderrad raus, dann kann kein Öl auf die Bremsscheibe gelangen, wenn wir später vielleicht kleckern oder ähnliches passiert. Dann bringen wir noch die Belege in Sicherheit. Dann nehmen wir die Transportsicherung, drücken damit einmal die Kolben zurück und fixieren die Kolben in der Ausgangsposition. Mit der Belagshalteschraube können wir die Transportsicherung dann auch wieder fixieren. Dann befüllen wir das System von unten. Das heißt, bereiten wir uns erstmal die Spritze vor. Im Magura Service Kit findet ihr dafür die nötigen Kleinteile und alle Parts. Hier ist einmal der Zubehörbeutel, wo die verschiedenen Überwurfmuttern drin sind, die Klemmringe und eben auch der Befüllschutz, den wir brauchen. Ich habe das hier schon mal vorbereitet. Wir nehmen jetzt für die MT-Bremsen, du hast eine MT8 an deinem Rad, den silbernen Befüllstützen. Bitte nicht den schwarzen nehmen, der gehört zur HS-Felgenbremse. Für die Bremszange nehmen wir die Spritze ohne Loch und einmal den Schlauch mit dem Befüllstutzen, stecken das zusammen und ziehen die Spritze mit etwa 20 ml Öl auf. Das könntest du jetzt am besten mal kurz für mich halten. Ja. Ich gebe dir mal den Torx 25, den brauchen wir gleich, um die Schraube zu lösen. Dann einen 8er Gabelschlüssel zur Montage des Befüllstutzen und die Spritze, die nehme ich. Okay, ich nehme noch einen Lappen. Dann lösen wir zuerst mal die Schraube mit dem Torx 25. Dann drehen wir die Spritze fest und ziehen sie mit dem 8er Gabelschlüssel per Hand fest. Dann müssen wir noch die Spritze oben am Geber montieren. Für den Geber nehmen wir die Spritze mit dem Loch, ziehen hier den Kolben übers Loch, damit später die Luft durch die Spritze entreichen kann. Den Geber müssen wir uns wie beim Schnellentlüften wieder waagerecht drehen, damit die Entlüftungsschraube den höchsten Punkt darstellt und das Öl wirklich auch entweichen kann. Okay. Wenn wir jetzt unten und oben die Spritze montiert haben, fangen wir unten an und drücken von unten das Öl durchs System nach oben. Passen hier auf, dass natürlich in der unteren Spritze noch genug Öl ist und wir keine Luft ins System reindrücken, dann machen wir es ja noch schlechter, als es vorher war. Ziehen das Öl auch nochmal zurück. Und wiederholen den Vorgang 3-4 Mal. Während ihr das macht, könnt ihr dann auch immer mal wieder den Bremshebel einfach mal schnappen lassen, um Luftbläschen aus der Gebereinheit zu entfernen, falls sich da noch irgendwie eine versteckt hat. Wenn dann nach mehrmaligem Durchdrücken und Zurückziehen keine Luftbläschen oben ankommen, können wir die Spritze wieder mit dem Daumen verschließen, drücken einfach den Daumen oben aufs Loch und können die Spritze dann, ohne zu kleckern, abziehen. Hier auch nochmal nachschauen, dass genug Öl
oben ansteht. Ja. Und dann die Spritze weglegen. Verschließen wir das System oben wieder mit 0,5 Newtonmetern und ziehen danach die Spritze unten ab. Die Schraube des Befüllstutzens der unteren Spritze lösen wir mit einem 8er Gabelschlüssel. Drehen die Spritze ab und verschließen das System mit der Schraube. Diese könnt ihr dann wieder mit dem T25 anziehen. Ja, also hier sieht man auch, wie viel Öl tatsächlich irgendwie daneben geht. Deshalb ist es auch so wichtig, dass man die Bremsbeläge rausnimmt, oder? Genau. Bremsbeläge und Bremsscheiben dürfen eben auf keinen Fall mit dem Öl in Kontakt kommen. Ist für die Bremsleistung am Ende nicht so gut. Ja. Deswegen bitte immer die Transportsicherung verwenden, Bremsbeläge rausnehmen und wirklich sauber arbeiten, aber ein bisschen kleckern ist immer okay. Traut euch einfach. Am Ende müssen wir dann die Bremszange nochmal gründlich reinigen. Dafür nehmen wir die Transportsicherung wieder raus und reinigen die Zange mit einem Bremsenreiniger. Wenn alles sauber ist, drücken wir die Kolben nochmal zurück und setzen die Beläge wieder ein. Bei unseren Magura-Bremssätteln braucht ihr da auch keine Haltefedern oder Spreizfedern. Unsere Kolben sind magnetisch und halten die Beläge selber in der Position. Macht den Einbau ein bisschen einfacher. Und am Ende dann eben nochmal mit der Belagshalteschraube wieder fixieren. 2,5 Newtonmeter. Und nur noch das Laufrad einbauen. Dann wären wir eigentlich durch. Okay, cool. Wenn wir das Laufrad dann eingebaut haben, drehen wir den Geber wieder in die richtige Position, lösen dafür die untere Schraube. Bei den Magura-Bremsgebern funktioniert die Einstellung am Ende immer über die untere Schraube. Die obere Schraube zieht ihr mit 4 Newtonmeter an. Okay. Lasst sie aber fixiert und mit der unteren könnt ihr am Ende dann justieren. Okay. Genau. Stellen wir es einmal wieder schräg. Müsste ungefähr deine Position gewesen sein. Drehen unten auch mit 4 Newtonmeter fest und prüfen dann einmal die Funktion des Systems. Fühlt sich gut an. Sehr gut. Sehr gut. Danke, dass du mir das gezeigt hast. Und ich glaube, ich traue mich jetzt in Zukunft wirklich auch mal selber die Bremse zu entlüften, weil so schwer ist es gar nicht, wie ich das gedacht habe. Ja, gerne. Und wenn du die Schritte irgendwie nochmal nachlesen möchtest, kannst du natürlich auch im Manual nachsehen. In der Bedienungsanleitung von der Bremse stehen die Schritte natürlich nochmal beschrieben drin. Wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, abonniert einfach unseren YouTube-Kanal. Und wenn ihr Fragen habt zum Bremsen entlüften, irgendwas unklar war oder ihr einfach eure Erfahrungen mitteilen möchtet, könnt ihr gerne einfach kommentieren. Voll cool. Bist du zufrieden? Ja, ist auf jeden Fall echt top. Also der Druckpunkt ist super. Ich bin happy. Müssen wir nur noch ein bisschen das Öl abputzen und dann ist perfekt.